So, Freunde, weiter geht's mit der nächsten Reaction, nämlich Kevin Wolter. Ich bin 115 Kilo fett. Erstes Training mit Gewicht. Kevin Wolter Rebuild. Okay, ich bin gespannt. Kevin Wolter will ja zurück zu seiner alten Form. Will auf Fleisch verzichten. Will auf Stoff verzichten. Ist zu tätowiert. Und jetzt gucken wir mal an, wie sein Training aussieht mit Gewichten. Freunde, let's go mit der nächsten Reaction. Diese Woche wieder im Training, macht mir richtig Spaß. Ist das jetzt die Spezialübung? Das ist noch nicht die Spezialübung. Du hast 5 Kilo verloren, da musst du mal eigentlich was sehen. Es ist erst die zweite Woche, Leute. Wir haben noch so viel Zeit, Alter. Es wird noch so gut. Ey. Brauch mehr Wasser. Wunderschöner Intra. 80 Gramm Intra mit 10 Gramm Glutamin. 80 Gramm Intra mit 10 Gramm Glutamin. Ich habe hier drin. Außerdem hatten wir vor dem Training ein ziemlich, ziemlich geiles Teil. Overload habe ich jetzt 4-5 Mal getestet. Geschmack 9,5 von 10. Wirkung 9 von 10. Geschmack für mich. Eigentlich schmeckt der gut, aber er ist scharf. Er schmeckt wie die Tropical Airs. Aber er ist scharf und ja, es ist geil, wenn du den getrunken hast, kommst du ins Schwitzen. Aber ich stehe da nicht persönlich so drauf. Aber dafür die Wirkung ist für mich eine 10 von 10. Ich hatte tatsächlich noch nie so einen krassen Pump-Booster und das meine ich wirklich ernst. Aber Geschmack ist nicht meins, Freunde. Ist wirklich nicht meins. Ich bin eh so ein Typ, ich mache mir den Booster, ich ex den einfach. Ich nuckel nicht da dran, ich schlürf da nicht dran rum. Ich ex den runter und ab geht's. Echt super. Also Overload kann ich euch absolut empfehlen. Mit dem Rabattcode Kevin bekommt ihr bei PowerStage Germany immer den aktuellsten besten Deal. Wir haben nicht nur NP-Produkte, sondern wir haben auch Bio-Krausehof-Produkte. Das ist die Gesundheitslinie. Und wir haben natürlich auch... Hey William, durch was wird es immer beeinflusst, wenn man sagt Wasser ziehen? Ja, durch scheiß Ernährung meistens. Ja, ganz normal, durch scheiß Ernährung. Asiatisch, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich guck mal gleich. Kannst du sagen, welche Marken du vor deinem Sponsoring von NP benutzt hast? Ich war da vor 1,5 Jahren bei Blackline, bei Sinop. Und davor, ganz ehrlich, Freunde, da, wo es am günstigsten war. Wir hatten kein Geld, wir waren Azubis. Wir haben alle sogar zusammengeschmissen, damit wir uns den Versand sparen und uns den Versand teilen. Beziehungsweise ab einer gewissen Summe ist der Versand kostenlos. Und da haben wir alle zusammengeworfen, geguckt, wo es einen guten Rabatt gab. Mal war es ESN, mal war es Bodylab, mal war es MyProtein. Wir haben einfach bestellt, wo es am günstigsten war. Aber das ist jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre. Wir reden jetzt hier von 6-7 Jahren zurück. Vor Blackline war ich noch bei BSN gesponsert, falls ihr kennt bestimmt BSN, No Explode, da gab es diesen Booster, diese roten Neondosen, da war ich auch eine Zeit lang, ein ganzes Jahr, dann bei Blackline, Sinop und dann jetzt im Oktober schon 2 Jahre bei MP. So, weiter geht's. Bist du im Guten mit Sinop auseinandergegangen? Ja, ja, alles top, im Guten. Ich feiere auch das Whey bis heute, sehr, sehr lecker, sind gute Jungs. Aus Hamburg. Viele, viele andere und Fremdmarken im Shop und auf die bekommt ihr natürlich auch Prozent. Das heißt, wir haben einen großen Shop, wo ihr all eure Lieblingsprodukte kaufen könnt, aber NP Nutrition ist der absolute Hit. Wir werden heute Rücken trainieren, Bizeps, hintere Schultern. Jetzt die zweite Woche wieder im Training, macht mir richtig Spaß. So, wir machen mal einen kleinen Waagetest. Wir haben angefangen vor 2 Wochen mit 119, also 120 Kilo, 119,8 waren es. Bin mal gespannt, ob ich schon ein bisschen was verloren habe. Denkst du? Du hast was verloren? Keine Ahnung, ey, das ist echt ein spannendes Thema. Wasser wird auf jeden Fall ein bisschen raus sein durchs Training jetzt wieder, durch die vernünftige Ernährung. Also 120 Kilo hatten wir vor. Jack 3D, absoluter Rotz. Alle Hardcore-US-Booster, lass die Finger davon. Das ist wirklich ungesund. Unfassbar, Schrott. 2 Wochen. Ich fühle mich auf jeden Fall schon deutlich leichter. Ja, man sieht, dass du Wasser schon ein bisschen verloren hast, ist klar. Also ich schätze mal... 2,5 Kilo, 3 Kilo. Ich schätze mal, wir haben 115,8 Kilo. Ich habe mich vorher nicht gewogen, kann er bezeugen. Ja. Fast richtig. Ohne Klamotten würde es, glaube ich, hinhauen. Krass. 160,3. Halbes Kilo verschätzt. Ja. Alter, aber eigentlich, wenn ich die Schuhe aus... Ja, Marvin, das müsste ich ehrlich mal machen, auf mein eigenes Video reacten mit der Küche von meiner Mom, das war lustig, Alter. Hast du schon mal Agmatin? Habe ich probiert, ja. Hardcore-Booster schrumpft nur der Kuratz, ja, der schrumpft auch, das stimmt. Hier, die Hose und das T-Shirt. Und du bist auf Amphetamin, wenn du getestet wirst im Schnelltest beim Urinieren, beim Bullen bist du auch positiv. Ich bei 100... Mal gucken, ob die Schuhe schon reichen.
Jetzt hat sie sich gefangen. Geil. 100, Alter, Punkt. Hat der brutal geschätzt, der Kevin. Sehr, sehr gut. Hast du vorher schon die Wogen ohne Schuhe? Nee, ich weiß nicht. War es ja hier. Ich hätte mir... Quatsch, Alter. Ich sag nicht, ich bin Zauberer eigentlich vom Beruf. Geheimagent, Astronaut, Zauberer bin ich. Ich bin ein Geheimagenten, Astronautenzauberer. Ich weiß, ist sehr verstörend für euch jetzt, dass ich hell sehen kann. Aber ihr müsst euch auch einfach mal auf neue Sachen einlassen. Ja? Und ihr müsst einfach auch mal für euch akzeptieren und verinnerlichen, dass es einfach Menschen gibt mit übernatürlichen Fähigkeiten. Rotatorenmanschette erstmal schön warm machen. Wichtig, nachdem ich meine Schultern so lange nicht benutzt habe, ist da natürlich einiges eingerostet. Ich mache die Außenrotation in zwei Varianten. Einmal die seitlichen Außen-Innenrotation und dann einmal eine spezielle Spezialvariante für Spezialisten. Wäre? Das ist für Spezialisten, nicht für Schlussis. Kannst du mal anfassen. Meine Brust, nee, die andere Seite, die Brust, was da für Drahtseile drin sind. Ich würde es nicht anfassen, ich komme auf sowas nicht klar. Kriege ich Gänsehaut. Das ist wie so Drahtseile. Fühlt sich irgendwie komisch an. Hier, guck mal, füll mal hier richtig, merkst du richtig, merkst du das? Es fühlt sich stabiler an als normal. Ich kann mir auch keine Gym, also diese Gym-Fails, die lustigen gucke ich mir an, aber wirklich, wo so ein Brustmuskel abreißt oder so eine Kniescheibe wegfliegt in eine Beinpresse, das gucke ich mir gar nicht gerne an. Brustmuskel, ne? Das sind Seile reingenäht worden. Ist das jetzt die Spezialübung? Das ist noch nicht die Spezialübung. Wie soll das eine Spezialübung sein? Pass gut auf jetzt. Du sollst aufpassen. Sieht sehr speziell aus. Ganz genau, es sieht sehr speziell aus. Ist ja auch für Spezialisten. Spezialübung. Also ich habe gestern Beine trainiert. Alter, ich fühle mich so dermaßen durchgefickt, Alter. Jeder Schritt fühlt sich so... Hier, mein unterer Rücken vom Kreuzheben, Alter. Kreuzheben, hier Arsch, Alter. Ey. Nach so einer langen Abstinenz vom Beintraining, ich will nicht wissen, wie meine Beine sich anfühlen werden, wenn ich jetzt wieder Beine trainieren werden kann. Trainieren werden kann? Trainieren kann. Demnächst. Das wird ekelhaft. Das wird richtig schlimm. Nächste Woche. 6 Monate. Alter, halbes Jahr keine Beine gemacht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, für den Alltag wunderbar. Mir passt jede Hose. Ja. Es reibt nicht mehr zwischen den Beinen. Immer meine Haut in der Mitte an den Adduktoren war am Abreiben. Mir passt jede Jeans. Ich sehe nicht mehr aus wie so ein Vollidiot, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Also für den Alltag, sage ich euch ganz ehrlich, empfehle ich euch, die Beine nicht zu trainieren. Fangen wir wieder an zu tätowieren. Ich hoffe sehr. Garung war leider ein bisschen verhindert, sag ich mal. Und ich hoffe, dass der Termin, den er mir jetzt gegeben hat, nächste Woche Dienstag, steht. Ich will das Tattoo weitermachen. Der Garun, der Tätowierer, der musste mal ein bisschen für die Jacuzza ein paar Aufträge erledigen wohl. Ja, das hasse ich dann. Trinkst schön genüsslich und dann auf einmal... Immer shaken, Freunde. Ein Stückchen... Ich finde sein Tattoo wirklich richtig geil. Ey, sobald es schwarz-weiß bleibt, finde ich es auch nicht schlecht, weil es hat so gut wie niemand. Finde ich geil, aber wenn da Farbe reinkommt, ist nicht mein Fall. Da ich viele Nachrichten und Fragen von euch bekommen habe, ob ich euch mal Ernährungs- und Trainingspläne machen könnte oder ob ich Coachings anbieten könnte, haben wir jetzt eine ziemlich geile Sache ins Leben gerufen. Und zwar Vern, vorwärts immer, rückwärts nimmer, das Kevin Wolter Coaching. Ihr könnt ins Coaching kommen und werdet von mir persönlich betreut. Ihr bekommt Ernährungspläne, Trainingspläne, ihr könnt Calls mit mir persönlich buchen, wo wir dann auch mal über geheime Geheimsachen reden können. Wir haben eine App entwickelt für euch, wo ihr auch mit mir dann in Kontakt steht, eure Fragen schreiben könnt und so weiter. Wenn ihr Interesse habt an dem Kevin Wolter Coaching, guckt gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da ist der Link, Kevin Wolter Coaching. Und da tragt ihr euch dann ein in den Funnel. Da meldet sich der Kollege Paul bei euch, weil ich möchte nicht, oder ich wollte nicht, dass ihr irgendwas bucht, willkürlich über eine Seite und gar nicht wisst, was es richtig ist. Sondern ich möchte, dass ihr das bekommt, was ihr auch für euch möchtet und es auch versteht. Und deswegen haben wir extra jemanden mit ins Team geholt,
der das Onboarding macht mit euch, der euch alles haargenau erklärt, damit ihr genau das bekommt, was ihr wollt. Und zwar mit mir zusammen an euer Bestziel. Also checkt gerne mal Kim Wolter Coaching ab. Und in der Videobeschreibung, auch hier haben wir es jetzt eingeblendet, denke ich mal. Viel Spaß damit und vielleicht sehen wir uns ja bald. Will, mein Lieber, ist wieder am Start und Will hat hier insgesamt 52 Abos verschenkt. Will, Alter, ich küsse doch deine Kniescheibe, Mann. Mein Namensvetter. Wie reiße ich mir die Brüste ab? Indem du Bankdrücken machst mit bisschen zu viel Gewicht. Dann kann es passieren, mein Lieber. Oh, was ist das denn für eine geile Bank? Johnny 2593, danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Killer. Kev RB, Bruder, es geht doch darum, was ich hier laber, nicht was er hier redet. Darum geht's doch. Ich kommentiere das Ganze doch. Ihr bleibt doch ein bisschen im Chat, hau doch nicht direkt ab. Ich sehe schon, die Leute verschwinden hier aus dem Livestream. Nochmal wieder kurz. Das sah gut aus, Fanny. Das ist eine Geheimübung, die kann ich nicht verraten den Leuten. Sagt ja der Name schon, Geheimübung. Stehst du? Sieht ein bisschen affig aus, aber ich wette, die Übung knallt unfassbar krass rein mit so einer Hantelstange. Haben wir so eine bei uns? Ich weiß es gar nicht. Also die Bank haben wir nicht, aber wie heißt diese Stange da? Sieht sehr, sehr wild aus. Guck mal, der Robby hat es verstanden. Robby schreibt, ich könnte mir den Scheiß stundenlang anschauen mit dem Kommentator. Ja, danke schön. Vielen lieben Dank. Das ist das Schönste, was ich heute gehört habe an diesem Tag. Das Allerschönste. Das ist schwer. Ich habe jetzt hier schon zwei Nachrichten, sorry, die erste Nachricht kam weiter oben, habe ich gelesen, aber habe ich vergessen zu antworten. In der Kraftfabrik, um dich anzumelden, da kannst du, egal wer du bist, ob groß, klein, dick, dünn, du kannst dich anmelden, du kannst da trainieren. Es ist ein Hardcore-Gym, aber das Klientel ist korrekt, wir sind wie eine Familie, jeder ist herzlich willkommen. Ja? Und da schreibt noch einer, dass der nächste Woche Probetraining macht in Wuppertal in meinem Gym. Ich trainiere flexibel, mein Lieber, ich habe keine festen Uhrzeiten. Meistens entweder nach dem Frühstück oder nach der dritten Mahlzeit, aber das ist bei mir individuell, je nachdem, was gerade ansteht. Immer spontan. Alter. Gott, ist das anstrengend. Ja, davon machen wir einfach nochmal zwei Sätze und dann gehen wir am Bizeps. Warum trainierst du eigentlich nicht mehr in Tanktop? Gibt es da bestimmte Gründe für? Kommt noch, wenn er wieder im Saft ist. Ich habe noch nicht die Tanktop-Figur. Freunde, ich wollte mich auch mal recht herzlich auch für die Zuschauerzahl hier bedanken, ja? Richtig geil. Jetzt machen wir noch ein bisschen Bizeps. Ein bisschen Bauch hier noch. Pass doch mal auf. Das ist auch meine Lieblingsbauchübung, aber ich mache die im Stand, im Stehen. Diese Übung knallt bei mir am meisten. Und ich mache nur zwei Bauchübungen, vielleicht ist deswegen auch mein Bauch so scheiße. Ich mache Bauch im Stehen am Gabelturm, also hier nur dasselbe. Und Beine hängend hochziehen. Würde dich das nicht nerven, wenn Fans sich beim Training stören? Nein, Quatsch, mich stört sowas nicht. Ich freue mich über jeden Handshake, über jeden Smalltalk. Außer ich bin jetzt in Wettkampfvorbereitung, aber das ist ja jetzt meilenweit entfernt, dieser Gedanke.
Trainierst du Bauch, um gezielt Bauchfett zu verlieren? Dass wir so eine Scheiße bloß nicht erzählen, dass ihr durch Bauchtraining eure Bauchmuskeln sichtbar macht. Geht nicht. Ist nicht möglich. Nur durch reduziertes Körperfett werden die Bauchmuskeln sichtbar. Und selbst wenn man keinen Bauch trainiert, hat man, wenn man genug oder wenig genug Körperfett hat, hat man Bauchmuskeln. Ja, sogar unsere Oma, Mama, Tante, der dicke Onkel hat auch ein Sixpack unter seiner Speckschicht, ja? Deshalb. Onkel Jacek ist am Start. Hey Leute, trinkt niemals einen halben Kasten Tiski in der Sonne. Bin eingeschlafen. Ja, Freunde, einmal bitte Onkel Jacek begrüßen hier im Chat. Was ist denn los, Freunde? Egal, ob ihr Bauch trainiert oder nicht, ihr werdet ein Sixpack haben. Versprochen. Viele auch im Bodybuilding trainieren zum Beispiel gar keinen Bauch, weil es eigentlich nicht nötig ist. Weil du überall oder bei vielen Übungen hast du Bauch dabei als Stabilisation. Kniebeugen, Kreuzheben, überall alle freie Übungen, alles, wo du stabilisieren musst, durch den Rumpf, durch den Bauch. Selbst beim Bankdrücken, wenn du schweres Bankdrücken machst, mal richtig schwer an deine Grenzen gehst. Merhaba, Onkel. Jetzt musst du am nächsten Tag Bauchmuskelkater haben. So. Ja, also das, was er da sagt, ist nicht ganz verkehrt. Das ist genau richtig so. Jeder von uns hat die Bauchmuskeln, die sind bei den meisten Leuten einfach nicht sichtbar. Onkel Jacek hat auch ein Sixpack, nur durch seinen fetten Bierbauch, den KFA von über 35%, den Onkel Jacek hat. Aber Onkel Jacek hat einen stabilen Oberarm und breiten Schulter, ist das nicht ganz so schlimm. Also er sieht im T-Shirt sehr, sehr gut aus. Er hat übrigens auch ein Sixpack, er muss halt nur abnehmen. Also jeder hat ein Sixpack, man muss nur den KFA ordentlich reduzieren. Und man hat auch ein Sixpack ohne den Bauch zu trainieren. Der ist immer da. Man muss halt nur den KFA, den Körperfett senken. Und man kann durch verstärktes Bauchtraining natürlich die Packs ein bisschen größer machen, härter machen. Das definitiv. Chaos Hunter 97, danke dir fürs Prime-Abo, mein Bester. Komm, ich gleich Krämpfe im Bauch, Junge. Ah. Formcheck. Klar, Formcheck. Du hast 5 Kilo verloren, da musst du mal eigentlich was sehen. Stellen wir dich ein gutes Licht, dann passt das schon. Nee, wir machen es im Tageslicht. Tageslicht ist das ehrlichste Licht. Auch wenn es beschissen für mich ist, würde es am ehrlichsten meine Form widerspiegeln. So, wir haben uns jetzt auf den Müllplatz. Cola Sauer 11, danke dir fürs Prime-Abo. Und hier fragt einer, wer ist Onkel Jacek? Du bist wahrscheinlich ein Neuzuschauer. Onkel Jacek ist hier der Hausmeister im Chat. Der sorgt hier für Recht und Ordnung. Beschlichen. So. Schön. So, so sieht's aus momentan. Der Fettranzen. Aber ist schon deutlich was weggegangen. Definitiv. Also zum letzten Formcheck hat er sich hier ein bisschen verbessert. Das auf jeden Fall. Also. Ja. Es ist erst die zweite Woche, Leute. Wir haben noch so viel Zeit, Alter. Es wird noch so gut. Und das auch mit der neuen Methodik. So, komm, wir gehen nach Hause. Das war's mit Kevin Wolter, unseren ersten richtig harten Training. Wir haben es ja gesagt, damit Kevin wieder so aussieht, wie hier auf dem Bild. Sieht man jetzt nicht gut, hier rechts. Gebe ich ihm, wenn er wirklich Knallgas gibt, okay, nicht so, da war er auf Juice, er wird jetzt nicht mehr am Juicen sein, hat er uns gesagt. Also ich sage immer, 3 Monate Knallgas mit Cardio, mit Diät, dann wird er seinen Körperfettanteil gut sinken, so senken, so dass er wieder stabil aussieht. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute und hoffen, dass er es durchzieht, Freunde. Das ist das Allerwichtigste. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.